Willkommen zurück, meine lieben Das Rad der Zeit, Freunde, Fans der Serie und auch die Kritiker. Hier Teil 2 unseres Review-Gesprächs über Folge 4 und Das Rad der Zeit allgemein. Heute weiterhin bei mir Alexander Emmerich, Kulturwissenschaftler, Historiker, Schriftsteller, die Expertise im Storytelling, der auch durchaus argumentativ das gut zu artikulieren weiß, seine Kritik und auch Sichtweisen. Hallo Alex. Hallo Peter, grüß dich. Du hast etwas sehr Spannendes im ersten Clip gesagt. Das war das Wort monumental, episch. Mhm. Das ist auch etwas, was mich an Episode 4 ein bisschen gestört hat. Ich habe das auch in meinem Reaction-Video erwähnt. Ich hätte mir gerne, und das betrifft die gesamte Serie, mehr Statistenmasse gewünscht, um eben dieses epische Monumentale darzustellen. In Folge 1, ganz am Anfang der Folge 4, wird ja Galdan angegriffen von Loghain und seiner Armee, die, es wird ja erwähnt, aus tausenden Menschen besteht und wir sehen eigentlich nur zwei. Das ist so ein Faktor, wo ich sage, da hätte ich mir gerne Masse gewünscht. Wir kriegen gesagt, er hat die Tore durchbrochen und sehen es nicht. Das ist immer so Exposition und Airtel und Don't Show. Das ist meine Kritik an der Serie. Ich bin aber jetzt mittlerweile viel wohlwollender. Ich habe mich mit dieser Art und Weise der Inszenierung abgefunden und sie akzeptiert und habe die vierte Folge abgefeiert. Schaut rein. Wirklich, also Hammer. Du fandst die ja auch wesentlich besser. Ja. Wir haben in der Folge, ja, wenn man den Anfang mitnimmt, 4 Plotlines, aber eigentlich sind es 3. Alex, bei welchem Charakter gehst du jetzt irgendwie so am meisten mit? Also bei der Folge war ich jetzt am deutlichsten an Nynaeve dran. Ich fand auch die alles, was im Lager der Sedai passiert ist, weitaus bedeutender und interessanter als die anderen beiden Handlungsstränge. Ich fand die fast ein bisschen zu knapp gehalten. Ne? Also wenn man jetzt diese Episode losgelöst sich anschauen würde, würde man wahrscheinlich den Eindruck bekommen, dass Nynaeve die Hauptcharakterin ist und nur um sie und ihre Entwicklung geht es. Was ich vermute, was nicht der Fall ist. Du hast mal erwähnt, dass die Bücher natürlich auch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven geschrieben sind. Das heißt, ich denke, das wird immer mal wieder passieren, dass eine Folge ein Fokus auf eben einen dieser drei Handlungsstränge liegt und mehr ausgebaut wird als die anderen. Nichtsdestotrotz, ich war von Anfang an eher an Perrin und Egwene? Matt. Als Charaktere dran. Und die haben zwar interessante, also der Perrin hat einen interessanten Dialog, ne, mit hast du dich besser gefühlt oder schlechter, bevor du eine Waffe geführt hast. Das ist natürlich weiß auf seinen Konflikt, den er da mit sich rumträgt. Und der Matt hat eben diesen Handlungsstrang mit diesem schwarzen Bösen, was er da aus der Stadt mitgenommen hat. In Form des Dolchs quasi. Also auf dem, genau. Der Dolch war befleckt. Und also man weiß jetzt, er trägt irgendwie das Böse mit sich rum. Ne? Also das erzeugt natürlich auch Spannung und Neugierde. Dachtest du anfangs auch, er hätte die Bauernfamilie umgebracht? Nicht zwangsweise. Nee. Aha, spannend. Ja, wie viele also, hat so gewirkt, ja. Ja, also ich fand eigentlich, dass diese beiden Handlungsstränge zu kurz kamen. Da hätte ich gerne mir ein bisschen mehr gewünscht. Also ich muss schon sagen, wenn es zum fahrenden Volk geht, denke ich mal, ja Gott, hoffentlich haben wir es bald hinter uns, weil bislang da
für mich jetzt nichts Interessantes passiert. Also ich habe Perrin und die Wölfe irgendwie erlebt, will da natürlich mehr darüber wissen. Das ist so ein bisschen mein Anschub für diesen Handlungsstrang zu verfolgen. Bei Matt fand ich das jetzt schon sehr, sehr, sehr spannend. Ich fand die Szene auch gut gefilmt in der Nacht und auch so angedeutet mit das Pferd scheut und das hätte man meinem Geschmack nach gerne noch ausbauen können oder es hätte mehr Raum in dieser Folge einnehmen können. Nichtsdestotrotz ist eben dieses ganze Nineve, die Hexen und Loghain, von dem ich mal annehme, dass er noch eine weitere Rolle spielt, der muss ja auch eingeführt werden. Das ist der Schwerpunkt dieser Folge und das hat echt Spaß gemacht. Ja. Die Folge hat wirklich Spaß gemacht, aber du hast etwas angesprochen, wo du sagtest, ja, da hättest du dir mehr gewünscht. Ich finde auch, die Macher der Serie machen einen unglaublichen Spagat, einen hochriskanten Spagat, möchte ich an dieser Stelle sagen, oder ein Dreiseilakt und es droht abzustürzen, denn die Kritik ist auch laut, auch wenn es viele Hype-Fans gibt und ich befinde mich auch mit auf dem Seil. Und bin aber Richtung natürlich der Serie, weil ich die Buchvorlage liebe und natürlich sehr dankbar bin, dass es diese Umsetzung gibt. Und an dieser Stelle, ich finde es geil, dass wir über das Rad der Zeit sprechen. Das ist jahrzehntelang nicht wirklich passiert. Gut, wir sprechen nicht wirklich über die Bücher, sondern über die Serie. Aber immerhin ist es, glaube ich, auch eine wundervolle Werbung für die Buchvorlage. Und das erfreut mein Herz. Und die Macher mit ihrem Dreiseilakt, die Fans zu befriedigen, was ja nicht wirklich klappen kann, also nicht bei allen. Und auf der anderen Seite den Otto-Normal-Fantasy-Serien-Zuschauer versuchen zu befriedigen. Und ich glaube, und da habe ich einen Kommentar gelesen und ich kann das nachvollziehen, die Serie weiß noch nicht wirklich, wohin. Weil sie versuchen ja alles irgendwo reinzupacken, wo du sagst, das kam zu kurz, aber die Fans brauchen das. Also wie, es zum Beispiel aus Episode 1 hätte ich gerne 2 gemacht, weil da hätten wir ja viel mehr Raum gehabt und viel mehr Zeit in dieser Welt zum Einstieg verbringen können, um uns darin zurechtzufinden. Und das sind, glaube ich, und die Macher müssen sich viel Kritik gefallen lassen, auch auf technischer Ebene, aber unter anderem jetzt auch was Drehbuch angeht. Also, aber hätte Fahrradkette. Ich möchte jetzt bei der Folge bleiben. Du hast ja auch erwähnt, du hättest dir gerne mehr Zeit und Raum für die Plotlines gewünscht. Wie hast du das denn als Buchleser wahrgenommen? Also hat man nur einen kleinen Aspekt dieser Reise, die Macher rausgenommen, um in dieser Folge was zu haben? Oder ist das von großer Bedeutung? Ich habe das erste Buch erst vor kurzem nochmal gelesen und ich dachte mir, Alter, Robert Jordan. Und Buchleser wissen das, wie langatmig er noch schreiben kann. Die Reise von Matt und Rand zieht sich unglaublich. Die erleben eigentlich das, was sie jetzt in dieser Folge erlebt haben, 4-mal auf ihrer Reise. Dass sie quasi von Schattenfreunden gejagt werden und dass sie quasi fast entlarvt werden, fast gefangen genommen werden. Und da denke ich mir, ja, ich habe es verstanden als Buchleser. Muss ich sagen, ja, ich weiß, sie werden immer noch irgendwo verfolgt. Ist gut, ich brauche es nicht nochmal. Und deswegen fand ich das durchaus gut, dass die jetzt die Reise von Rand und Matt so ein bisschen abgekürzt haben und komprimiert haben. Alles gut. Es kommt auch ein Blasser vor und Tom Marilyn stellt sich den Blassen, denn Kampf gibt es. Er findet halt am anderen Ort statt, in einem anderen Zusammenhang. In die Stadt Weißbrücke, die auch schon erwähnt worden ist in der Serie. Ich vermute sehr stark, warum die Macher die Serie, diese Station ausgelassen haben. Weil Weißbrücke eine Kulisse wäre, die wäre für die Macher der Serie aktuell zu teuer gewesen. Also sie haben sich viele Sachen wortwörtlich gespart, bevor sie etwas visuell Schlechtes machen, hätten sie bloß etwas vom Marketingbudget abgezweigt. Entschuldigung, ich falle immer wieder auf meinen größten Kritikpunkt hinein. Die Änderungen sind, die nehme ich jetzt positiv. Das fand ich gut, dass sie das abgekürzt haben. Ja, ist ja auch bei sowas die Frage, das wissen wir ja auch nicht, wie viel
Buchmaterial umfasst diese erste Staffel? Ne? Ist es, also eigentlich das erste Buch. Und viel Offscreen, was wir jetzt bereits zu sehen bekommen haben, was genau im Buch nur erwähnt wird. Und dann musst du natürlich überlegen, wenn du halt nur 8 Folgen hast, wer auch immer das vorgegeben hat, Budget, Storytelling, eine Mischung aus beidem, wie auch immer, und diese Szene kommt 4-mal im Buch vor, dann ist es ja nur natürlich zu sagen, wir versuchen das auf eine Szene oder auf 2 aufzusplitten und die an der Stelle zu bringen, wo es eben auch Spannung erzeugt und den Leser, beziehungsweise in dem Fall den Zuschauer, bei der Hand nimmt, um weiter an der Geschichte dran zu bleiben. Mhm. Also zum Beispiel ist wenn du dir, wenn wir nochmal Tolkien bemühen, du hast ja, sobald die Gemeinschaft des Ringes aufgeteilt ist, eigentlich immer ein Hin- und Herschalten von der Perspektive, was erleben Frodo und Sam, was erleben Gandalf und die anderen und so. Und das endet eigentlich immer mit einem großen Cliffhanger. Es wird nicht häufig hin und her geschaltet, ich glaube immer pro Buch einmal oder sowas. Aber das triggert dich natürlich, die nächsten 200 Seiten zu lesen, weil ich will natürlich auch wissen, wie das weiterging. Und das ist ein beliebtes Stilmittel auch in Krimis, irgendwie jede kleine Szene quasi mit einem Mini-Cliffhanger oder mit einer offenen Frage oder wie auch immer aufzuhören, um weiterhin diese kleinen Spannungsimpulse zu setzen. Ne? Und da ging es mir jetzt in dieser Folge so, dass mich das eigentlich mit Matt und Rand gar nicht so interessiert hat. Ich fand es erstaunlich. Ah, okay, er trägt das Böse in sich, in die Welt hinaus. Mashada, ja, für die Buchleser. Mashada ist raus aus Shada Logoff. Und die Gespräche beim fahrenden Volk fand ich moralisch. Moralisch interessant, in der Hoffnung, da kommt noch was, aber nicht so, dass ich denke, wenn wir jetzt wieder zu Nineveh überblenden, ich will zurück ins fahrende Volk. Ich wollte eigentlich bei dieser ganzen Folge an Nineveh dranbleiben. Fand das klasse und kann mir auch vorstellen, dass sie eine der Charaktere ist, mit denen ich gerne durch die Geschichte gehe. Ja, also mich überzeugt Nineveh auch auf ganzer Linie, auch was ihren Buchcharakter angeht, das trifft's. Und ich hoffe, ihre Zweifel und Abneigung der Aes Sedai, und das bleibt noch ein bisschen bestehen, und sie nicht zu schnell diese Wandlung vollbringen. Das ist auch noch seine Sorge, dass, ach ja, dann kann ich's halt, und dass die Charakterentwicklungen nicht so abrupt vollzogen wird. Wir wissen, wie das enden kann, und zwar in wirklich innerer Abneigung und Unglaubwürdigkeit. Hä? Hm? Ich möchte eine Sache noch kurz ansprechen, weil mich ein Kommentar darauf gebracht hat, wie viel Änderungen zum Buch, aber auch bezogen für den Serienschauer. Und als Buchleser wusste ich, was Sache ist. Es ist mir als Serienzuschauer nicht aufgefallen. Und zwar, wir haben ja in Folge 2, werden sie ja von Trollocs verfolgt und ziehen sich in die Stadt Shada Logoff zurück und werden nicht weiterverfolgt. Sie verlassen die Stadt am Ende der Folge und von den Trollocs ist nichts mehr zu sehen. In Folge 3 haben wir auch weiterhin keine Verfolger. Und da ist bei einigen wohl ein Fragezeichen zurückgeblieben, so von wegen, hä? Wo sind die hin? Mhm. Wie ist es dir aufgefallen? Hast du dich gefragt oder sagst du, nö, das ist bei dir, da bist du drüber gesprungen? Es scheint so, als wärst du drüber gesprungen. So ich bin so drüber gesprungen, ja. Also das liegt aber daran, dass ich an diesem Nineveh-Handlungsstrang so nah dran bin. Ja. Also ich habe einmal gedacht, ne, als sie in der Folge 3 dann auf diese weißen Felsen da hochsteigen, Matt und Rand, und Matt da ins Tal ruft und der Rand sagt, ey, sei mal leise. Da habe ich gedacht, das müssten doch jetzt eigentlich auch die anderen hören, klassischerweise, oder wo sind die eigentlich? Also das war so die einzige Stelle, wo ich gedacht habe, ja, wo sind die denn? Ne? Also das so klassischerweise müsste man die jetzt einblenden, wie sie Spuren lesen oder die Fährte aufnehmen oder sonst was, oder sagen, vergiss es. Ne? Auch das wieder unterstützt meine Annahme, wir erleben es halt nur aus der Sicht dieser 4 beziehungsweise mit Nineveh 5
Charaktere. Wir wissen nur, was die wissen. Und es gibt eben keinen übergeordneten Erzähler, der uns alles erzählt. Scheint bislang so zu sein. Ja. Ja, und da mögen sich die Kritiker jetzt so langsam auch damit abfinden. Und sagen, ja, es ist auch hier und da. Ja, ich meine, die Serie ist ja noch nicht vorbei, ne? Also das ist. Wir haben jetzt Halbzeit. Also es war jetzt Staffel mit Finale oder wie das so schön heißt. Und das war bombastisch. Also mich hat das wortwörtlich weggefegt. Also wenn das quasi schon die Hälfte ist, jetzt mit der einen Frage, ist das auch die Hälfte des ersten Buches? Und dann frage ich mich natürlich, was soll noch passieren? Also ist sozusagen das Ziel dieser ersten Staffel, dass sie bei dieser Stadt im Osten ankommen und sich alle wieder treffen? Ja, also das wäre jetzt so mein kindlicher Wunsch. Ich weiß zu wenig über diese Welt, als dass ich mir im Moment irgendwie ein Staffelfinale ausmalen und, kann. Und also, da sind wir wieder beim Spagat der Macher. Sie reiten da einfach durch und es ist viel zu schnell. Buch 1 ist auch das Schwächste eigentlich, weil es sehr Tolkienesk ist. Da hat Robert Jordan noch versucht, sich zu finden und er hat sich auf jeden Fall gefunden. Und wir reiten eigentlich echt schnell durch, ja. Also wir werden Tavallon ja sehen, wir haben das in den Trailern schon gesehen, ob das die nächste Folge sein wird oder die übernächste, bleibt abzuwarten. Es sind noch 4 Folgen und es gibt wahrlich noch viel zu tun. Das Ziel des ersten Buches ist das sogenannte Auge der Welt, so heißt auch das erste Buch, die Suche nach dem Auge der Welt, beziehungsweise im Englischen heißt es einfach nur das Auge der Welt. Was es ist, wissen wir hier noch nicht als Serienzuschauer, wurde noch gar nicht erwähnt. Ich finde auch, dass für den Nichtbuchleser echt viel Information verarbeitet wird in Form von Dialogen. Also jetzt immerhin sachte eingeführt die Farben der Aes Sedai zum Beispiel. Ich glaube, da bist du jetzt auch ein bisschen, es gibt mehrere. Findet ihr ja, die Erklärung? Also ich kann nicht unterscheiden, für was Grün, Rot und Gelb und so weiter steht. Ich fand es also zum Ersten. Ja. Wurde erwähnt, Grün ist ja die Kampf-Aja, also Ajas heißen die Fraktionen der Aes Sedai und Grün sind die Macht so lenken können als Waffe quasi. Die Kampf-Aja. Okay. Die Blauen sind so, wie es so schön, diese Hexe, die du nicht magst, die Liandrin. Die sagt über die Blauen die kleinen Spioninnen, also sozusagen die Blauen ist der Geheimdienst, könnte man sagen. Die Roten sind mehr oder weniger dafür ausgebildet worden, Männer, die Macht lenken können, ausfindig zu machen und zu neutralisieren, bevor sie die Welt wieder zerstören. Dann gibt es noch die Gelben, das sind eher die Heiler, deswegen hat es mich hier ein bisschen gewundert, wir haben keine gelbe Schwester jetzt in der Gruppe gehabt. Die Heilung vollbringt. Also da sind sie besser ausgebildet. Meine lieben Fans, korrigiert mich, ob ich die Adras jetzt richtig aufgeschrieben habe. Ich glaube, Gelb sind Heiler. Wir haben dann noch Weiß, wir haben dann noch Braun und wir haben noch Grau. Okay, kommt noch was. Ja, das kommt noch was. Also das fand ich schön zu sehen. Ich habe mich als man die gelbe Hexe am Scheiterhaufen gesehen hat, gefragt, ne? Ist sozusagen Kleidung ein Color Code oder ist es... Es ist ein Color Code, ja. So, ne? Fand ich interessant und hat es für mich dann auch in der Folge irgendwie größer gemacht. Ne? Also es gibt da sozusagen was man auch erst häppchenweise versteht. Ne? Diese Orden, sind es mehrere Ordens, wie stehen die zueinander? Sind die am Ende verfeindet? Oder ne? Also ich meine jetzt, wenn ich jetzt an die allererste Szene in der ersten Folge zurückdenke, da ist ja so die Jagd auf zwei Männer, wobei einer nur ein gebildet wahrscheinlich ist und die roten Hexen jagen den aller Inquisition. Das erschließt sich mir dann jetzt so langsam. Ne? Damals habe ich nur gedacht, was hat das jetzt mit den nächsten Szenen zu tun? Ne? Ja, es war sehr puzzelartig. Es war nicht gut. Es war, ich glaube, der viele Zorn ist wirklich den ersten 3 Folgen und vor allem der ersten geschuldet. Ja, aber ich weiß, man muss, es ist immer sehr, sehr kritisch und vorsichtig. Wir kennen vor allem die wirtschaftlichen Faktoren im Hintergrund nicht. Und du weißt, wie Unternehmen ticken können.
auch und ich auch, dass es immer kritisch ist. Es ist ja auch nicht wirklich nur, ich wünsche mir was und dann wird es Realität. Ich glaube schon, dass die Macher sich irgendwo vielleicht gewünscht hätten, komm, wir machen es nochmal. Was ja bei Game of Thrones der Fall war. Es wurde ja, die erste Folge wurde ja schon mal gedreht. Hast du ja selber erwähnt, ich habe es nachgelesen. Ja, sie haben das einfach alles neu gemacht. Sie haben gemerkt, Kacke, Entschuldigung, machen es nochmal. Hätte ich mir natürlich hier unter... Wenn du Zeit, Geld und den verständnisvollen TV-Redakteur hast. An dieser Stelle mal einer meiner Lieblingszitate aus den, mal einer meiner Lieblingsfilme, Contact mit Jodie Foster, ist, warum nur eine Sache bauen, also da geht es um die Maschine, die gebaut wird, wenn man für das doppelte Geld zwei bauen kann. Ja. Okay. Ja, ich liebe diesen Film. Ich glaube, ich mache ein Review und ein Video über Contact, einer der besten Filme. Er spielt in der Liga mit Interstellar, wie ich finde, definitiv. Vielleicht zum Abschluss eine Frage. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Was würdest du mir denn sagen, damit ich nächste Woche Episode 5 auch angucken sollte? Das ist eine echt mega Frage und die gebe ich auch weiter an euch, meine Lieben. Oh ja, ich bin gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Ich danke euch für eure Zeit und eure Geduld. Ich bin jetzt auf eure Gedanken gespannt, auch zu diesem Video zusammen mit dem Alex. Ich danke dir, Alex. Gerne. Wir sehen uns bald wieder. Möge uns das Licht leuchten und diese Woche wie im Fluge vergehen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Euer Peter. Tschüss. Ciao.